Ja, hallo. Hier ist der Ramses. Und das NR-Battle hat wieder mal begonnen. Und die Jury dachte sich so, machen wir doch mal ein kleines Royal Rumble unter den Jury-Teilnehmern. Also alle, außer Ramses. Der hat ja auch immer so viel zu tun. Und ich habe eh mal keinen Bock. Jetzt kamen die ersten Runden rein. Romantik hat abgegeben. Crazy O hat abgegeben. Aber auch Mace. Mace Master hat auch abgegeben. Und ich habe seine Runde gehört und gedacht, Mace, du kleiner Schlingel, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Und deshalb bekommst du jetzt die Antwort. Ich hab gedacht, du wärst ein Freund und hab so fest auf dich geschworen. Doch dann musste ich erkennen, leider bist du nur verlogen. Ja, es tut mir wirklich leid, dass dein Kanal nicht richtig läuft. Doch hab dir immer Lob gegeben, mich auf jedes Lied gefreut. Du setzt dir immer neue Ziele, wirst am Ende nur enttäuscht. Du schaust jetzt nicht mehr in den Spiegel, weil du vieles wohl bereust. Und ja, du gibst dir richtig Mühe, doch der Erfolg, der bleibt aus. So wirst du langsam richtig müde, ziehst zurück ins Schneckenhaus. Der ruhige Stille in der Ecke, das ist Space, ihr könnt es sehen. Und immer Lächeln auf den Lippen, keiner wird dich je verstehen. Denn keiner kennt dein wahres Ich, kann kein in der Fliege, was zu leiden, doch ein Bild ist der Beweis, das ist mein Mace an der Seite. Denn dein Weg sagt mehr als Worte, hinterlässt dich falsch und reißt. Du möchtest gern die ganze Torte, auch wenn die Freundschaft zerreißt. Du bist zu NR gekommen, denn du hoffst auf den Erfolg. Du hast das NR gewonnen und verlierst nun deinen Stolz. Guten Tag, bin der Mace, bin der Beste im Game. Und ich stehe über Ramses, das müsst ihr doch sehen. Warum feiert ihr den? Gebt ihm Aufmerksamkeit, stehe ständig im Schatten und das bin ich leid. Guten Tag, bin der Mace, bin der Beste im Game. Und ich stehe über Ramses, das müsst ihr doch sehen. Warum feiert ihr den? Gebt ihm Aufmerksamkeit. Stehe ständig im Schatten und das bin ich leid. Ich habe nie an dir gezweifelt, denn ich war ein wahrer Fan und scheine stolz an deiner Seite. Doch dann musste ich erkennen, dass dir das alles nicht mehr reichte. Ein paar Lieder waren da und Ramses wurde stets gefeiert, doch aus Mace wird nie ein Star. Danach, als wir ein Feature hatten mit dem Schloss der Einsamkeit, da gab es Props für meinen Part und du tatest mir wirklich leid. Das alles schürte deinen Hass, wie man wohl jetzt am Ende sieht. Doch für mich war das alles Spaß, doch für dich war es einfach Krieg. Und da weißt du noch die Zeit mit Kano und dem PPD. Wir beide trafen aufeinander, doch für mich war das okay. Wenn mir egal, wer da gewinnt, ja, ich schwör wirklich keinen Hass. Doch Kano sagte Punkt an mich, seitdem bin ich bei dir ein Spaß. Hab meinen Pokémon-Kanal und ja, das mach ich nebenbei. Doch dich tut schon, dass ich nur atme, oder warum musst du schreien? Jetzt sagst du selber, du bist Boss und willst den ganzen Thron für dich. Ich hab mich niemals so bezeichnet, doch für mich bist du ne Bitch. Guten Tag, bin der Mace, bin der Beste im Game. Und ich stehe über Ramses, das müsst ihr doch sehen. Warum feiert ihr den? Gebt ihm Aufmerksamkeit, stehe ständig im Schatten und das bin ich leid. Guten Tag, bin der Mace, bin der Beste im Game. Und ich stehe über Ramses, das müsst ihr doch sehen. Warum feiert ihr den? Gebt ihm Aufmerksamkeit. Stehe ständig im Schatten und das bin ich leid. Guten Tag, bin der Mace, bin der Beste im Game. Und ich stehe über Ramses, das müsst ihr doch sehen. Warum feiert ihr den? Gebt ihm Aufmerksamkeit. Stehe ständig im Schatten und das bin ich leid. Guten Tag, bin der Mace, bin der Beste im Game. Und ich stehe über Ramses, das müsst ihr doch sehen. Warum feiert ihr den? Gebt ihm Aufmerksamkeit. Stehe ständig im Schatten und das bin ich leid. Ich glaube einfach, das NHR hat uns geprägt die letzten Jahre, also mich auf jeden Fall auch. Mega. Ohne dem NHR hat mich, glaube ich, überhaupt gar keiner gekannt. Und anfangs hatte ich, glaube ich, 90% gefällt mir nicht und übelsten Hass. Und jetzt habe ich sogar mehr gefällt mir als gefällt mir nicht. Zwar immer noch mega viel gefällt mir nicht, aber Primetime gehen langsam die YouTube-Accounts aus, glaube ich, oder er gibt auf.